Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Montag, den 26. Februar. Mein Name ist Ronald Gerd, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Sehen wir uns zunächst mal den Xetra-DAX auf Tagesbasis an. Das war nicht die Welt. Ein Plus von 22 Punkten, das kann man eigentlich vergessen, könnte man so sehen. Aber trotzdem könnte dieser Freitag einen Richtungswechsel bedeuten, und zwar nach oben. Könnte. Die Chance kommt von der Wall Street und das sehen wir uns gleich an. Das hier bedeutet nur, der DAX hat sich immerhin, nachdem er am Donnerstag größere Verluste wieder hatte aufholen können, wieder an den Hochs der vergangenen 6-7 Handelstage im Bereich von knapp über 12.500 Punkten festgesetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. Seitens der Markttechnik wäre Luft nach oben, noch. Die Umsätze waren nicht umwerfend, aber das ist auch kein Wunder. Immerhin laufen wir ja seit einer gefühlten Ewigkeit, genau gesagt seit anderthalb Wochen, seitwärts. Zwar unter Schwankungen, aber das bringt einem relativ wenig. Für nennenswert über das Daytrading hinausgehende Trades wäre es erforderlich, dass er entweder nach unten ausbricht oder endlich diese Widerstandszone zwischen 12.600, mittlerweile sogar drunter, weil die 20-Tage-Linie unter 12.6 gerutscht ist, bis 12.750 Punkte auf dem Level der 200-Tage-Linie nach oben durchbricht. Da muss er erstmal ran und dann drüber. Dann wäre Luft in Richtung 13.137, vielleicht sogar mehr. Denn immerhin hat sich hier ja einiges aufgestaut. Während zum Beispiel der Nasdaq 100 mit dem Schlusskurs des Freitags nur noch 2% Distanz zu seinen Verlaufsrekorden hat, ja, sieht man beim DAX, ist es deutlich mehr. Der kam einfach nicht von unten richtig weg. Und das kann, wie gesagt, sich ändern. Basis war, dass die Wall Street endlich mal die zeitweiligen Gewinne, die man jeweils in den letzten Tagen hatte, nicht abverkauft hat. Diesmal hat der Dow Jones mit fast 350 Punkten 1,4% im Plus geschlossen und auf Tageshoch. Das heißt, kein Abverkauf zum Handelsende. Im Gegensatz zu den Tagen zuvor. Es ging ja los mit dem Abrechnungstermin an der Terminbörse am vorvergangenen Freitag. Hier, da war er genau an der 20-Tage-Linie abgewiesen worden. Die Gewinne waren dann am Schluss weg. Montag war Feiertag, Dienstag ging es runter. Am Mittwoch wurde der Versuch, sich nach oben wieder zu etablieren, abverkauft. Dann war die Erholung am Donnerstag eher kläglich, auch da deutlich unter Tageshoch geschlossen. Und jetzt am Freitag ging es endlich nach oben. Das Problem dabei ist, grundsätzlich haben sich die Rahmenbedingungen nicht verändert. Das bedeutet, es wäre mehr ein technischer Ausbruch, wenn der Dow Jones über die 20-Tage-Linie hinaus auch noch diese kurzfristige Aufwärts- oder mittelfristige Aufwärtstrendlinie vom September zurückerobert und über dieses Zwischenhoch hinauslaufen würde, dann hätten wir hier auch ein klares Kaufsignal beim MACD und tatsächlich die Chance, dass er weiter raufläuft. Der Nasdaq 100, eben erwähnt, hat nur noch 2%. Der wäre umgerechnet mal schon auf diesem Niveau hier angekommen. Und das ja, ist zwar auch ein Warnsignal, weil ausgerechnet die super volatilen Publikumslieblinge jetzt wieder gekauft werden, als wäre es morgen verboten. Aber rein technisch betrachtet kann der Aufwärtsimpuls dann weitergehen und das wäre sicherlich etwas, was den DAX mitziehen kann. Der am Freitagabend über den DAX Future, wie wir hier im 60-Minuten-Chart des DAX Future sehen, immerhin schon ein winziges Schrittchen nach vorne gemacht hat, indem er weiter zugelegt hat gegenüber dem Xetra-Closing und mit 12.544 im DAX Future, es ist umgerechnet so um die 12.560 etwa auf den DAX, die Abwärtstrendlinie, die wir von den Rekordhochs hier Ende Januar gesehen haben, einen Hauch in der letzten Handelsstunde nach oben überboten hat. Klar, er muss über die Hürden drüber. Die hier ist ja auch nur eine relativ irrelevante kurzfristige, der Bereich 12.6, 12.650. Es kommt auf die Zone, wie eben im Tageschart gezeigt, an 12.600 bis rauf auf 12.750, wo die 200-Tage-Linie wartet. Da muss er drüber. Aber wenn man sich das hier optisch mal so anschaut, so viel wäre das jetzt auch wieder nicht. Und dann wäre er frei. Aber eben erst dann. Was heißt, eine Chance für einen Trade auf der Long-Seite kommt näher. Noch ist sie aber nicht gegeben. Noch muss der DAX aus der Chance auch ein bullisches Faktum machen, sprich über 12.57 schließen. Dann hätte man hier ein taugliches Chance-Risiko-Verhältnis, zumal man dann auch einen sinnvollen Stop-Loss setzen kann, indem man den dann unter diese Zone und sagen wir mal in den Bereich 12.55 legen würde. Noch ist die Sache nicht durch. Aber er kann eben auch abdrehen und dementsprechend
Warten wir es mal ab. Wir behalten auch den Ankerpunkt Short in Form von Schlusskursen unter 12.200 im Auge. Die Chancen stehen derzeit besser für die Bullen. Aber es könnte sein, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Das kommt darauf an, wie sich die Wall Street führt. Übrigens, den Nasdaq 100 schauen wir uns natürlich auch an. Und zwar heute Mittag im Video Chart Flash, ING Markets Chart Flash, in dem wir dann um 13 Uhr die anderen Märkte betrachten, sprich die Wall Street Indizes, den Goldpreis, Euro, Dollar, Rohöl etc. Bis dahin erstmal schönen Start in die Woche und machen Sie es gut.